Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hinter Kaifek mit dem mit der Susan und dem Martin. Schönen guten Tag. Hallo. Nein, Sören ist nicht dabei. Der wird diese Woche auch nicht kommen. Der wird diese Woche auch nicht mehr kommen, nein. Hat mir gestern geschrieben gehabt. Ja. Der ist anderweitig beschäftigt. Jo. Jo, warum auch nicht, ne? Kann man ja auch mal machen. Richtig. So, nächste Fuhre Kartoffeln weggebracht hier. Jetzt muss doch mal langsam der Auftrag hier fertig sein, oder? Ich habe jetzt ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, Martin hat schon wieder Geld ausgegeben. Das bringt uns der Hoferweiterung wieder ein Stück weg. Ah, das, ne? Ist der Anhänger jetzt eigentlich mal voll mit den Premium-Kartoffeln? Weil mich würde es ja echt mal interessieren, was so ein Anhänger bringt, ey. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Ob sich die Anschaffung überhaupt gelohnt hat. Richtig, so sieht's aus. Stimmt. Weil du weißt ja, Geld spielt ja eine Rolle hier, ne? Der ist genauso wie Silage. Silage müssen wir auch machen, ey. Unbedingt. Oh. Ne, oh, was denn? Oh. Die Laterne ist mir so in den Weg gesprungen. Echt? Wer macht denn sowas? Ja. Den Arbeitsvertrag wird ein eiskaltes. Achso, du müsstest doch eigentlich auch nicht mehr viel haben hier, ne? Hey, kannst ja gucken. Ja, ich bin ja da. Viel sieht's nicht mehr aus. Einmal hier. Wir haben ja auch schon 74%. Jo. Waren es vorhin, wo ich geguckt hatte. Ja, 84% sind wir jetzt. Oh. Ich habe ja die Anhänger einmal gebraucht, ne? Können wir bald den Rest Sören da hinkippen. Fange ich schon mal an wieder mit Waschen. Das werden glaube ich sogar mehr als letztes Mal. Ja, ist in Ordnung. Übrig bleiben. Wir haben sogar jetzt zwei Anhänger wieder frei. Ja, wir haben, ich sehe das eigentlich, wenn du an der Waschanlage stehst, ne? Hier steht ein Anhänger, da steht ein Anhänger, da hinten steht ein Anhänger. Alter Schwede, ey. Es wird echt Zeit. Es wird echt Zeit. Na gut. Ach du Alter. Martin, was hast du denn hier rum experimentiert? Himmel. Ey. Alles automatisiert. Ja. So, ich brauche nur noch der Radlader arbeiten. Oh nein, ey. Das ist genauso verboten wie mit Sören seinem Schnüffelstück. Was? Das funktioniert super. Oh Mann, ey. Hat eine Kombination entwickelt für Faule. Ja, aber ehrlich, ey. Aber ehrlich. Das funktioniert auch, ja. Der lädt automatisch da ab und lädt dann da aufs Förderband auf. Ah ja. Oh, wei, oh, gleich hier und. Hat ja, die gut. Schnecke schon gestartet? Nee. Aber ist bestimmt noch voll, ja? Ja, ist voll. 4000. Ja, wie gesagt, mit dem Schweinefutter, da bin ich echt mal gespannt, ey. Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Fertig. Nee, ist noch nicht viel. Ja. Wieso, dann kann man nämlich, wenn man waschende Kartoffeln reingeschmissen hat, dann nimmt er einfach die Schaufel fertige Kartoffeln, schmeißt die da in den Anhänger und die werden dann automatisch gewaschen, sortiert. Ja, aber das kann ja so dann nicht. Muss ich nämlich bei der. Das kann ja aber. Nee, das müssen wir irgendwie nochmal umbauen. Ja, weil ich will ja hier die Hofzufahrt machen, die neue. Ja.
Ja, das müssen wir irgendwie die Maschinen nochmal umbauen, umsetzen. Ansonsten extra packen wir das. Ansonsten packen wir das Silo einfach weg. Das Silo woanders hin, mit auf die Hoferweiterung drauf. Auf den neuen Hof. Ja. Und dann, weißt du, was jetzt gut ist an der ganzen Sache? Dadurch, dass wir ja die Mods von der deutschen Heimat mit drauf haben, können wir ja jetzt auch die Gebäude, die jetzt hier auf der Hinterkaifeck sind, können wir dann ja auch auf der Hoferweiterung mit draufstellen. Aha! Dann passt das, dann ist nämlich auch wieder einheitlich alles. Ansonsten. Und rein theoretisch. Ja. Von der Optik her können wir hier auch noch ein Schüttgutlager hinmachen, so ein Erdlager, weißt du? Da brauchen wir die Kartoffeln nicht einfach wild west hier hinkippen, sondern können wir die in so ein Lager packen. Von der Optik. Können wir alles mit dann hier, wenn ich die Hoferweiterung baue, kann ich alles mit dazu stellen. Das wird dann hier, ich meine, hier haben wir Platz auf Feld 32. Da haben wir genug Platz. Ja. Mark, komm schon, bitte. Abfall. Jo, ich bin auf dem Weg. Moment. Ich komme zu dich gefliegt. Ich stehe hinter dir. Oh, hinter mir. Irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das so die Woche des Abfahrens von Susan, ey. Frau Schaffers. Oh, hier, der wackelt aber ganz schön, ey. Ist das nicht doch? Machst du da Party, Junge? Ja. Wie das aussieht, hier im Stand wackelt der. Ja, das ist brutal. Das. Aber sie steht ja und der wackelt. Weiß ich. Ich hab's doch auch gehabt. Ja. Aber jetzt wackelt er nicht mehr. Wenn du in Innenansicht fährst, dann wirst du bekloppt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Fehlen echt nur noch die bunten Lichter. Ich hab doch gesagt, das ist der Dance Roper. Ja, wird jetzt umbenannt. Wie viel Liter hast du im Roper schon wieder drin? Den habe ich gerade leer gemacht. 45.000. Wie gesagt, Aufgabe. Die 45 angezeigt. Sorry. Ja, 45.000 Liter. Zeigen die Anhänger. Mir hat er mir nicht plus 99% angezeigt und 44.999. Okay. Ja, das spinnt ein bisschen. Er zeigt ja oben auch an, bei 45%, 45.098% stimmt ja auch nicht. Achso. Aber ist ja egal, weil. Ich glaube, da müsste die Aufgabe doch, glaube ich, gleich durch sein, ne? Rein theoretisch. Meinst du, das reicht mit den beiden Anhängern? Ich glaube noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich meine, du bist ja auch noch am Abernten. Ja, ich muss ja sowieso alles abernten. Naja. Brauchen wir ja alles, ne? Ja. So, warte mal. Ich guck mal. Feldmission. Ist Martin auch da? Ja, okay, alles klar. 92% aktuell. 93%. Das war's schon, oder? Einnahmen, Ernte. Kann sein, ja. Das müsste es gewesen. Weil du hast für die Ernte Geld bekommen. Ja. Waren das jetzt die Kartoffeln? Ja, was anderes? Kann aber nicht, weil 93% steht ja immer noch. Für was gab's denn für Geld? Keine Ahnung. Wir haben nichts. Was verkauft wird. Warte mal, kann ich das nachgucken im Logbuch? Verkaufte Gebäude. War unser Sponsor. Ja, genau. Einnahmen, Ernte, 713 Euro. Na, steht aber nicht für was. Oh, hier an dem, wenn du da in den Finanzen guckst, am Montag da 155.919 Euro Lohndienstleistungsumsatz. Oh. Da haben wir an dem Tag eine halbe Million, 400.000 Euro Gewinn gemacht. Ja, so cool.
Das ist gut, ja. Dann kann ich jetzt heimfahren, oder was? Wenn du das susen willst. Ich weiß nicht, wie sie hier noch kriegt. Ah, ich stell mich einfach mit dazu, egal. Egal. Richtig. Guck mal. Jetzt haben wir die Anhänger ja wieder frei zur Verfügung. Richtig. Ah, siehste. Später kommt dann mal ein Gespann, kommt dann weg. Was? Ja. Später mal. Was hast du denn schon wieder im Kopf, was du da dafür haben willst? Fliegel! Ja, was denn auch sonst? Ich will eingespannt mit Fliegel will ich haben. Doch, ich will eingespannt mit Fliegel haben. Ja, als Zweiachser. Tja, ist mir nur eine Latte. Dann kannst du ja genau das System nehmen, was ich jetzt hier hinter habe, Naller. Ja, das sind nur E2, also der eine ist auf jeden Fall ein Zweiachser. Nee, es sind beides Dreiachser, die du immer hattest. Ja, okay, komm, ist doch egal. Oh, du komm, ist doch egal, Junge. Nehmen wir halt als Zweiachser. Aber selbst da passt noch Wahnsinn. Ja, 30.000. 30.000. 30.000, ja. Aber kostet auch 50.000, der Anhänger. Was? Ohne Sonderlackierung. Ja. 53.000 Euro kostet der eine Anhänger. Und der andere auch 53.000. Nein, nein, 71.790 Euro kostet der Zweiachser. Als Drehschemel. Ne? 71? 71.000 kostet er, ja. Was hast denn du da jetzt noch alles dran gebaut? Ja, zusätzliche Bordwände, die kosten... Mit einer Speziallackierung, bist du besoffen oder was? Ja, sicher. Lass mal die Speziallackierung weg, dann kostet er 53.700... Ah, 20.000 für die Lackierung. Der Kittel. Ey, das ist... Ja, das... Da kannst du die Muldenfarbe kannst du dir dann da in New Holland machen. Und Felgenfarbe machst du dann in New Holland weiß. Ja, sehr gut. Alter, 20.000 Euro für Lackierung. Ich glaube, es hakt. Nö, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nee. Nee. Lass mich. Lass mich. Ich will das aber. Mach mal dein Geblinke, Us, das nervt. Danke. Wieso hast du eigentlich nur die Front da Schaufel dran, Junge? Mach die mal ab. Oh, ich kann. So, warte mal, was haben wir eigentlich hier? Wir haben jetzt einmal die Ruder. So, jetzt ist er ab. Und du? Dein Ernst. Du hast gesagt, mach ab! Jetzt ist er ab. Ist auch nicht gut. Was stimmt mit dir nicht? Aber 20.000 Euro für eine Lackierung ausgeben. Was stimmt mit dir nicht, Junge? Du hast gesagt, ich soll abmachen. Jetzt ist er ab. Kannst du die wieder dran koppeln? Oh, Junge, Junge, Junge. Kannst du dich mal entscheiden? Einmal mit Profis arbeiten, ne, ehrlich. Nur. Jetzt geh wieder arbeiten, Alter, ey. Dir bekommt das Nicht-Arbeiten nicht. Kerle. Ja. Party, ne? Kann ich auch hier. Yeah. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Meinst du? Stehe ich gar nicht. Das denke ich mir auch manchmal, ey, ehrlich. Rudolf-Anhänger. Und Agro. Du kannst auch das Gespann hier mitnehmen, wenn du willst. Und dann? Fährst du sowieso lieber mit dem Gespann. Gar nicht. Ich fahre mit denen hier. Mir ist das doch wurscht. Für dein Tandem. Drehschirm.
Abgeschlossen. Sehr schön. Alles unsere Kartoffeln jetzt. Wunderbar. 21.000 Euro, auf jeden Fall schon mal gut für uns. Mega. Ja, plus jetzt die ganzen Kartoffeln. Ja. Waschen, sortieren. Und dann verkaufen, Alter. Das bringt Asche. Das scheppert. Wie lange denn auf dem Feld? Ja, ist noch ein bisschen was. Jo. 724 Euro, ey. Vor allem, wenn du dir das mal überlegst, ne? Nur für Kartoffeln alleine, also ungewaschen und alles, ne? Kriegst du 344 Euro. Wenn du die waschen tust, kriegst du aktuell 489. Und wenn du daraus auch noch diese Premium-Kartoffeln machst, kriegst du 724, ey. Das ist Wahnsinn. Das ist im Gegensatz zu den normalen Kartoffeln. Oh, wer war das? Was? Oh nein! Nee, ich war's nicht. Ich war's. Ach, Susan. Gut, dann haben wir jetzt keine Kartoffeln. Ich fahr mal. Oh nein, ey, warum war ich oh nein. Tja, jetzt weint der Sören. Ich bin ja eh dreiviertel voll. Hat sie es verkackt. Ja, also ehrlich mal. Richtig verkackt. Oder was? Halt, falsch. Kannst du dich mal entscheiden? Aber Martin fährt auch falsch, von daher. Ich wollte auf dem Hof fahren. So, der kleine Anhänger mit Kartoffeln müsste ja gleich schon. Rein theoretisch. Ja. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao.